It's your boy Skinny P, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt ein geheimes, nein, nicht geheimes Overwatch, aber ich habe mir das noch nicht angeschaut. Ich habe gerade die Aufnahme von dem einen fertig gemacht, mit dem ultradummen Knilch von letztens, der so dermaßen bescheuert war. Videotitel weiß ich nicht, weil der noch nicht steht, aber wahrscheinlich sowas wie der dümmste CSGO-Cheater der Welt oder sowas. Wir gucken einfach in den nächsten Fall, weil der war sofort da. Kauft und verkauft Skins auf Skinbaron. Gott, dauert das. Was ist das denn? Holy f... Ich habe mir jetzt halt das Profil nicht gesnackt von dem, der jetzt kommt, aber das kann ich im Nachhinein noch machen. Dauert für mich ein bisschen länger und für Sneasel auch, weil Sneasel das hier auch wieder schneiden wird wahrscheinlich. Aber für euch ist es einfach so zack, falls ich noch die mir das Profil raussuche. Und auch die Ladezeit wird für euch super überbrückt. Doch haltet ein, meine Damen und Herren, kurze Überbrückung. Und zwar hat Holy tatsächlich mit Milch getrunken. Und er schreibt, es schmeckt ultra nice. Strawberry Shark mit Milch. Ich würde aber mindestens 500 ml... Ja gut, sicherlich. Man soll es ja auch mit 500 ml, also Wasser, trinken. Normalerweise Wasser. Und Poli hat es halt mit Milch geballert. Hab's in ein Glas serviert, damit ich noch für... Ah, okay. Naja, die Orange macht das doch ganz leicht kaputt. Aber sonst schmeckt mir die Sorte besser mit Milch als mit Wasser. Okay, Pölchen. Der Strawberry Shark, den ich aktuell nicht hier habe. Den habe ich gerade nicht. Peach Panda finde ich auch am besten. Poleckel, na also, es läuft doch bei uns. Ist das ja auch, das ist jetzt mit Milch, ne? Ja, okay. Nico sagt Tropical Tiger. Den habe ich auch gerade nicht da. Ich muss demnächst noch ein bisschen aufstocken. Ja. So viel zu unserem Discord, wow. Oh, es ist schon fertig. Wahnsinn. Also wenn es so lange lädt, denkt man sich ja eigentlich, das kann kein Cheater sein. Das ist jemand mit einem Team, die die Runden so richtig lange ausspielen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Spinball oder eine kaputte Demo. Hilfe? Fischo? Wiggle Wiggle? Hallo? Was? Demo-Fehler? Oder geht's jetzt vielleicht nach... Und am Anfang... Leute, das ist doch schon wieder irgendwie so ein Cheat, der die Overwatcher hier bestraft, oder was? Es sieht cool aus von oben. Guck mal, warte mal, ich geh mal weg. Die Runden. Das ist sehr merkwürdig, aber ich bin mir sicher, dass das alles war. Nee, Quatsch. Also ich kann hier überhaupt nichts sagen. Was ist das denn? Ich weiß noch, dass es... Ich musste mal... Vielleicht, ich mach mal kurz ein Ding neu starten. Ich weiß noch, dass es früher diesen Cheat gab, mit dem man dann das Spiel hat crashen lassen. Und dann ging, glaube ich, dadurch die Reports nicht durch. Oder Overwatch war halt kaputt oder sowas. Vielleicht ist es hier wieder sowas. Rarest Overwatch Bug over 9000. Leute, wir haben im Moment Videotitel ohne Ende am Start. Allah. Was könnte man noch machen? Shroud Cheats in CSGO genau auf dieser Demo. So ist der Titel wahrscheinlich. Wir machen genauso, weil ich habe kurz Shroud gesehen. Der eine, der ultra viele Kills gemacht hat. Na, mal schauen das mal ganz kurz, ob da irgendwas, ob es jetzt gescheit lädt. Also das ist ziemlich für Show, Leute. Das ist frech. Und ich kann es halt noch nicht mal, oh, obwohl wir jetzt einen anderen Winkel haben. Wir stehen woanders. Warte mal. Wir können es vielleicht reparieren. Reparate. Maybe we can reparate it. Wenn ich in Zeitlupe mache, kann ich vielleicht sehen, wer cheatet. Wartet mal, ich habe natürlich eine Idee. Oh mein Gott, jetzt kommt aber gerade der Big Brain Move, Leute. Meine Güte, ist mein Brain. Wir laden uns jetzt die richtige Demo davon und gucken mal rein. Wir investigieren investigativ wie ein Investigator. So, ich bin ultra gespannt, ob die Demo überhaupt funktioniert, weil sie ja eindeutig, kaputt ist eigentlich. Ich habe sie Demo-Detektiv genannt, weil wir übernehmen jetzt die Rolle eines Detektivs. Einer Detektei. Und, oh fuck, ich habe noch irgendein Zeichen eingegeben schon. Und wir gucken jetzt mal, was wir da sehen, was wir da vorfinden. Na also, ihr seht jetzt übrigens auch die Namen. Ah, es war ein Bot-Game. Bot gegen Bot Niles gegen Bot Bob. Es war für uns nicht schaubar, diese Demo. Wir gehen am besten in Runde 1. Ihr seht jetzt die Namen von denen. Das lasse ich jetzt auch so, weil wir hier sowieso auch keinen haben, wo wir sagen, ja okay, der hat der andere da hin und her. Also es geht ja nicht um einen Suspect, sondern um die gesamte Demo, warum die kaputt ist. Ich pummel das hier wieder hoch, so. Und nee, wisst ihr was, ich mach das mal ganz weg.
damit ich hier rumschäseln kann, rumklicken kann, weil wenn das offen ist, kann ich hier nicht durch die Demo klicken. Also es sieht erstmal wie ein normales Spiel aus. Wir haben hier, wenn man so auf den ersten Blick reinglotzt, haben wir ein Knife am Start, wir haben noch ein Knife am Start. Wir haben eine Glock 18 Highbeam am Start. Wow, ist so toll. Der hat eine Glock 18. Leckt, okay, ekelhaft. Ah ja, warte. Leckt die gesamte Demo? Oder war das nur deren Pings? Bisschen laggy. Warte, stopp. Da gibt's ja den Trick. Den habe ich euch schon mal gezeigt in dem Video. Ganz einfaches Hausmittel. CL-Interpolate Leerzeichen 1 eingeben. Und schon sollte der Leck eigentlich verschwunden sein. Oder? Warum? Ich habe keinen Ton. Ah ja, okay. Es war einfach nur leise. Der ist irgendwie nicht verschwunden, oder? Sag mal, sind das die Spieler, die so, ach, das wollte ich doch eh wegmachen, die vor sich hin zuckeln. Die zuckeln ganz schön eklig vor sich hin, ne? Schau mal, aber es gibt noch was, oder? Warte. Ich kann noch Multicore-Rendering ausschalten oder einschalten. Guck mal kurz, Achtung. Nee, es zuckelt einfach generell, die Demo ist einfach scheiße, okay? Das ist vielleicht auch schon einer der Gründe, warum die ganze Sache nicht richtig übertragen wurde. Also es ist sehr abwegig irgendwie. Aber es zuckelt rum. Zuckelt auf jeden Fall gut rum. Ah, mir geht's. Ich hab's durchs Einschalten jetzt. Okay, ich hab's aus und wieder eingeschaltet. Jetzt ist die Zuckelei weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön, weil die Pings waren auch in Ordnung, oder? Ah, naja, es geht. Sind nicht wirklich in Ordnung, die Pings. Es sieht, es gleicht einem normalen Spiel. Wir gucken mal kurz noch hier auf A rein, was die Boys machen. Und dann gehe ich jetzt gleich 5 Runden vor und wir schauen, ob es da irgendwas anderes zu sehen gibt. Ob irgendeiner rein... Okay, das sah ganz kurz nach einer Aim-Geschichte aus, weil er so gekäkelt hat. Könnte auch ein Demo-Fehler gewesen sein. Der letzte Feind kommt von hinten. Wir achten mal drauf, wohin er schaut. Okay, alles Chili Vanilli. Wir gehen 2 Runden weiter. Hyperbeast, lecker. Und Handschuhe. Oh, der hat auch das dicke Knife. Und dann noch fette Handschuhe. Der hat richtig was liegen bei sich. Wisst ihr was? Wir gucken direkt nach... Pass auf, wir gehen jetzt einfach mal... Kann ich auch hier mit vor? Weiß nicht, ob das Buggy ist. Ist es nicht dahin gegangen, wo ich hin wollte, ne? Also so geht's auf jeden Fall. Wir gehen mal hier so... So. Jetzt schauen wir mal in die... Ah ja, in die Kills rein. Die sehen auch... Vom Aufbau her komplett normal aus. Das Scoreboard sieht so aus, wie es eben bei einem normalen Spiel auch ohne oder gerade eben ohne Cheater aussieht. Es zuckelt übrigens wieder ein bisschen. Oder? Ja. Es wird wieder schlimmer. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht ist es doch der Server. Und alle hatten so leichte Lags und haben sie dann nicht gehabt. Kurzzeitig sind sie wieder da. Keine Ahnung. Aber ich lasse es jetzt so. Ich meine, das wird am Schluss eh nur auf... Jawohl, dann doch. Wenn wir das dann auf 60 FPS rendern... Na, ist egal. Ich hab eh nichts mehr, was ich eingeben könnte. Es scheint nicht ein normaler Demo-Lag zu sein, weil der geht alleine hier mit CL Interpolate eigentlich direkt weg. Also so war es bei mir bis jetzt immer. Wenn ich einen Demo-Lag hatte, CL Interpolate, boom. Dann läuft der Hase. Eine Bronze-Deko, auch jetzt nichts Fettes. Eine Red Lion, mit einem schönen Sticker drauf. Nice. Auch wie sie spielen, es wirkt alles halt... Ziemlich normal, ne? Die Aufstellung, wie geaimt wird, wie verteidigt wird von den CTs, wie rangegangen wird von den Tees. Ich erkenne jetzt hier noch keine Ungereimtheiten. Es fallen noch nicht irgendwie absolut Hardcore-mäßige Headshots oder sowas. Also es ist irgendwie alles im Lot. Könnte ich hier kurz reingucken, KD-mäßig, ob da einer auffällt, aber naja. 42% Headshot. Ich habe ganz kurz gesagt, warte mal, 42 Kills? Aber ne, das ist... Ja, es geht, oder? Also ich würde sagen, es geht. Ich erkenne hier nichts. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir gehen mal so Runden Hälfte oder Spielhälfte. Oh, eine Bullet Queen. Schöner Skin. Oh, guck mal da, was der für leckere Handschuhe am Stiesel hat mit der ein bisschen dazu passenden Waffe. Schön. Echt lecker ausgestattet. Das wäre wirklich frech, wenn hier am Ende ist ja so ein Spiel beenden. Wir gucken mal bei diesem Kerl rein, bei dem da. Der hat die meisten Kills. Also Larry steht oft genug so da. Sneasel, Yakuza und Co. Alle Highgamer stehen immer mal wieder so da. Also ich nicht, aber der Rest, dass sie halt auch mal mit 10 Kills Abstand dastehen. Zum zweiten. Das Gelecke ist eklig. Es ist wirklich eklig. Ich kann es nicht richtig genießen, du Stinker.
Warte, ich guck mal noch kurz, was er treibt. Achtung, Achtung! Das wird normal. Ne, es wird nicht besser. Bleibt einfach so. Ist einfach scheiße. Naja. Ja, und jetzt gehen wir mal noch zum Ende hin und schauen, ob da irgendwas passiert. Weil es könnte ja sein, dass dann jemand halt... Oh, muss ich aufholen. So, letzte... Einmal Matchpoint. Auch hier nach wie vor die Kills im Rahmen. Dieser SEO hat jetzt zum Beispiel 6 Kills bis in den letzten 5 Runden oder sowas gemacht. Das ist alles im Lot. Ich meine, was ich nicht sehen kann, ist, ob jemand gemutet ist. Man sieht, ich weiß nicht, ob das seit neuestem ist, unten links in den Demos, in den Overwatches, ob jemand einen Ding-Bann hat. Also ob er gemutet ist. Das sieht man mittlerweile. Shit, unten links. Dass er aufgrund seines Behaviors gemutet wurde. Global. Nicht so in gelber, gelb-goldener Schrift da. Ich will jetzt hier nur gucken, ob das Spiel normal zu Ende geht oder ob irgendwie, ob der Server crasht oder sowas. Weil die Demo war ja ums Verrecken nicht anzugucken. Wir gucken sie uns auch gleich nochmal, also im Overwatch-Ding an und schauen, ob sich daran wieder was verändert hat. Weil beim nach dem Neustart habe ich ja kurz andere Geräusche gehört und war näher am Geschehen und nicht mehr so von oben schräg drauf. Können Sie die Runde pressen, Jungs, bitte? Wobei geht's doch nicht den... Also ist... So, 3 gegen 2. Sind alle da. Mach das mal weg. 1 gegen 2. Er geht ran. Spiel ist zu Ende. Und? Es ist fertig. Es ist ganz normal fertig. Nichts passiert. Also da war nichts übermäßig krasses dabei, sag ich jetzt. Die Demo ist einfach kaputt. Oder? Oder hat ja doch einer fertig reingecheatet? Dennoch. Naja, ich review jetzt noch einmal normal. Wir gucken mal. Okay. Es verändert sich jedes Mal. Also ich behaupte jetzt hier einfach mal, dass es ein Demo-Fehler oder halt ein Fehler von CSGO an sich ist. Und das so nicht geplant ist, dass wir hier stehen. Und man sieht aber, es... Kann ich irgendwie klicken? Nee, ich kann noch nicht klicken. Im Demo-Ding kannst du halt nicht durchschalten, logischerweise. Das ist einfach drin. Quange. Naja, gut, da werde ich natürlich nichts drücken, das ist klar. Und falls ihr Infos dazu habt, was das hier gewesen sein könnte oder was es ist, wenn jemand genau schon weiß, ist klar, das ist der, was weiß ich, so und so, Hack. Dann nur raus damit, nur raus damit. So, alles insufficient, yes, gut. Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend wie für mich. Ich fand es jetzt wirklich sweet, da mal reinzuhorchen und reinzugucken, was ist los, was ist Sache, warum ist die Demo kaputt? Auch wenn ich jetzt am Ende nicht herausfinden konnte, warum sie kaputt ist. Ich kann nur sagen, dass das Spiel vollkommen in Ordnung war. Auf den ersten Blick zumindest. Ja, danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Denkt dran, Knife-Giveaway. Aktuell Knife gibt's im Stream. Also rankommen. Wir haben immer Viewer-Games, immer Giveaways und so weiter und so fort. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ran mit euch, meine Damen und Herren. Ran mit euch. Und kauft euch mal bei Holy ein, das ist klar. Ja, soweit so gut. Danke, wie gesagt, für alles. Vielen Dank natürlich auch für die Kommentare und für die Likes. Und dann bis zum nächsten Stream oder Video. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.